Das heißt, wir können den noch nachholen, können dann einmal in die Stadt zurück und dann die ganzen kleinen Aufgaben noch machen. Da ist ein Riesenrad. Stimmt, da hinten ist wirklich eine Freizeitparkwelt, würde ich nehmen. Wispy Woods, er ist wirklich eine Palme geworden. Habe ich das nicht gestern aus Spaß gesagt, nachdem Wispy Woods nicht der erste Boss war und wir alle so Der waren? Whisky Woods. Weißt du, wir waren alle so, ja, Wispy Woods ist eh der erste Boss. Und dann war es der Gorilla und alle so, oh. Und dann habe ich da Jetzt ist noch, es Tropical dann Woods. habe ich aus Spaß gesagt, ja, er ist bestimmt eine Palme geworden und kommt jetzt in der zweiten Welt. Als ob das wirklich der Fall ist. Als ob. Lass mich. So, dann, let's go. So. Müssen wir nach unten? Yes. Achso, und dann hier weiter. Und hier müssen wir ja ins Wasser. Du Da kommen wir ja nicht drum kannst rum. einfach durchsliden. Ja, stimmt. Das ist mit dem. Wobei, es ist gar nicht ist mit jedem Kirby cool. Der Eis-Kirby fährt ja hier gar nicht. Aber es ist trotzdem cool, dass man hier so einfach durch kann. Oh, muss kurz ein bisschen sippeln. Machst du immer mit? Dankeschön. Ich habe natürlich auch schon wieder eine halbe Stunde lang vergessen, überhaupt irgendwas zu trinken. Also hat sich meine Theorie bestätigt. Dann sollte ich mich auch nicht wundern, warum ich manchmal nach Streams einfach Kopfschmerzen habe, wenn ich einfach 3, 4 Stunden gar nichts trinke. So, hier dürfen wir jetzt nicht ins Wasser fallen. Nicht ins Wasser. Oh Gott, das ist mit meiner Fähigkeit ehrlich gesagt etwas unangenehm. Gut, dass ich. Boah, ich zähle ja gar nicht, ne? Ich kann ins Wasser einfach und dort kämpfen. Ich komme nicht an ihn dran. Wie gesagt, das ist mit meiner Fähigkeit sehr unangenehm. Weil ich ja rutsche. Ist der gerade einfach da auf den Eisblock gefallen? Aua! Nein, ich bin ins Wasser gefallen! Dann töte dich, bevor die Gegner einfach töten. Ach so. Beziehungsweise ich wollte nicht ins Wasser fallen, der Fisch hat mich ins Wasser geschubst. Ich hoffe, das ist jetzt kein Checkpoint. Mal zurücklaufen zum Töten. Nee, gemein. Ich habe extra aufgepasst und dann kam der Fisch und hat mich weggeschubst. Warum sterben die eigentlich, wenn die in mich reinrennen? Weil dein Körper eine gefährliche Waffe ist. Ist schon immer so, dass Kirbys Körper alleine schon richtig schmerzhaft ist. Gut, dass Jan irrelevant ist. Ach so. Das kann ich noch als abgeschlossen markieren. Ach nee, wir sind. Aber diesmal nehme ich am besten keine Fähigkeit Die mit. Bombe. Die Bombe? Ah Wir müssen ja. aus Entfernung kämpfen. Weil Punkt 1 ist mit dem Eis war unangenehm, weil man halt rutscht. Und Punkt 2, der Fisch hat mich geschubst. Nein! Glaubst du mir das, dass das so passiert ist? Vielleicht. Das ist wirklich so passiert. Okay. Bleib einfach hier vorne. Meine Bombe hat einen Rettungsring. Schon geil. Warum ist eigentlich so toll gut dafür? Das Problem ist, mit den ganzen Bomben und den ganzen Fischen und so und dann noch dir, sehe ich manchmal gar nicht, was passiert. Beziehungsweise sehe ich gar nicht, wo ich bin. So, und Okay. jetzt ab ins Ziel. Gut. Die Bombe mit dem Schwimmreifen war super. Sieht schon witzig aus. Aber man kann das nur zu zweit spielen, oder? Man kann das nicht mit mehreren, also noch mit mehr Leuten machen, Nee, richtig? kannst du nur bei Star Allies, dass du bis zu 4 spielen kannst. Das wäre uns auch sehr chaotisch. Was gibt es denn außer Waddle Dee noch so theoretisch? Waddle Dee, Waddle Doo. DDD und Meta Knight. Ja. Das waren ja, glaube ich, die anderen potenziellen.
Teammitglieder. Ach ja, wir müssen den Schalter erst aktivieren, ich vergaß. Wollte ich gerade hin, aber dann wurde ich wieder zu dir gezogen. Der Thunfisch! Das hast du gut mitgenommen noch. Ja. So, hier war auch ein Schalter, oder? Mhm, links. Ja, ich wollte da gerade hinfliegen und dann hast du mich wieder weggezogen. Ich mach das nicht mit Absicht. Ja, ja, das hatte ich auch gesagt. Kann ja nichts dafür, dass ich so eine enorme Anziehungskraft auf dich ausübe. Ja doch, du bist einfach viel zu heiß. Ach so. Oder viel zu scharf in dem Fall gerade. So, haben wir das auch nachgeholt. Dann gehen wir erstmal wieder zurück ins Dorf, ne? Mhm. Enorme Anziehungskraft, also bist du sehr schwer. Ja, schwer beeindruckt von deiner Dummheit. Das ist richtig. Irgendwas Neues? Wahrscheinlich, dass wir was aufwerten können. Ja. Bombe und Igel. Genau. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Stuff haben, um beides aufzuwerten. Wenn, dann würde ich halt die Bomben priorisieren. Wenn es wieder nur zwei kostet, dann haben wir genug. Na gut, der Tornado ist jetzt auch mit am Start. Genau wie der Bohrer. Ich würde Eis gerne aufwerten. Hui, da hast du aber viele neue Blaupausen. Blaupausen für mich. Also gut, ich hole nur eben schnell mein Werkzeug, dann können wir gleich mit dem Entwickeln loslegen. Vielen Dank für deine Geduld. Hast du eigentlich von den Fähigkeiten, die wir haben, ne? Welche wäre dein Favorit? Lauf nochmal nach rechts, nach links durch. Hammer. Ich glaube, ich würde Eis. Normalerweise würde ich Eis nehmen und Schwert wahrscheinlich, weil ich weiß nicht, Schwert ist einfach gut, aber die ist halt schon, ne? Vielleicht muss man ja gucken, wie Eis dann aussieht, wenn es aufgewärmt ist. So, die Bombenkette. Ah ja, haben wir wirklich genug. Skip it! Ach ja, stimmt. Ich habe einen geilen Hut bekommen. Sieht schon besser aus als der Partyhut. Erstmal bei Mr. Sandsack ausprobieren. Wobei, ihr sieht doch nicht so viel besser aus. Nun. Was aber solche Felder. Oh! Ah, jetzt verstehe ich, wie das mit der Bombenkette gemeint ist. Das sind wie so Giftbomben auch, ne? Yo! Okay. Schon, ja. Ja, die abgebildeten Sachen sind schon sehr gut zum Spammen, das stimmt. Weil meistens haben die ja so ein bisschen Cooldown, wie jetzt auch. Also, was heißt Cooldown? Warum hast du einen Kaktus auf dem Kopf? Ich habe keine Ahnung, aber die Bomben haben ja einen, ne? Und der ist jetzt hier auch aufgehoben oder Feuer kann man auch noch mal ein bisschen schneller spammen. Was zur Hölle? Ich habe eine Sprungfeder, ich habe einen Kaktus, ich habe einen Turm. Ich habe noch eine Pflanze, ich habe eine. Nein, ich habe eine Biene! Woggle, don't do it. Ich habe eine Rakete, ich habe eine. Was ist das Rote da? Ein Tacker? Ich habe keine Ahnung. Setz sie mal ein, geben ist der Sandsack. Okay. Nee, ist einfach ein Pfeil. Ah. Ein roter YouTube-Thumbnail-Pfeil. Und du verlierst die ganze Zeit Stuff, der wahrscheinlich auch nochmal Schaden macht. Okay. Okay, der ist seltsam. Einfach die Bombe weggesaugt. Es sieht schon sehr kacke aus, das stimmt. Haben wir noch irgendwas hier zu tun? Mm-mm. Außer du kannst. Wobei, nee, ich glaube aktuell noch nicht. Willst du nochmal an den Gacha-Automaten? Jo.
Zieh nochmal 5. Wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht kriegen wir ja nochmal was Gutes. Wir haben eine Bonusblume. Bonusblume. Achso, du willst vorlesen? Ja. Dann bitte aber jenen in einer anderen Stimme. Okay. Kugelstopfer, Kirby! Den hatten wir ja gerade. Ja, bei der Kuppel, nicht Kugel. Der Pixel hatten wir auch schon. Der Sternenblock. Die Maxi-Tomate. Wenn deine KP mal niedrig sind, dann isst doch ruhig eine nahrhafte Maxi-Tomate. Damit bist du ruckzuck wieder auf den Beinen. Sind die Tomaten mit Kirby und Co. aus dem Wirbel gefallen? Oder wuchsen sie bereits vorher in der neuen Welt? Beliebt sind sie auf jeden Fall, sogar beim Bestienrudel. Komm, einen noch. Nein, die hatten wir schon. Eine neue noch? Ja. Nein! Was ist denn mit dem die ganze Zeit? Ah, was Neues. Autostopfer Kirby. Kirby erhielt Zugriff auf den Vollstopfmodus. Es steht ja immer am Anfang da. So wird aus ihm ein rosa Flitzer, der springen kann und über Turbospurts verfügt. Aber gegen eine gemütliche Spazierfahrt hin und wieder ist natürlich auch nichts einzuwenden. Okay. Wie viel haben wir mittlerweile schon davon? 38. Fast die Hälfte. Jo, dann... Darfst du jetzt fleißig nachholen? Ja. Ich reiche dir schon mal den Controller rüber. So, dann fangen wir an mit dem Hammerschatz. Aber die, zählen die auch zu den, zu der Gesamtzahl der Waddle-Dees in dem Gebiet? Da sind ja keine drin. Du kriegst ja nur diese Sterndinger für Sachen aufwerten. Stimmt, stimmt. Dann frage ich mich, ob man halt irgendwo einsehen kann, ob man alle gefunden hat. Ah, der Hammer ist schon cool, vor allen Dingen so diese Vorwärtsrolle. Kann sich damit halt irgendwie super gut fortbewegen. Hast du zufällig darauf geachtet, was die Zeitvorgabe war? 45 Sekunden. Und dann hast du 3 Minuten Zeit? Ja. Immer so viel. No, I missed. Aber schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, dafür musst du dich wahrscheinlich noch fließender fortbewegen. Ja. 5 Sekunden zu lahm. Aber ich glaube auch ganz ehrlich, mag sein, dass in dem leichteren Modus die Zeitvorgaben etwas großzügiger sind, weiß ich nicht. Dann würde ich vielleicht sagen, gut, man kann es im ersten Versuch schaffen. Aber ich denke gerade halt im wilden Modus und auch wahrscheinlich allgemein, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass man erstmal einmal durchspielen muss, um zu gucken, was überhaupt kommt, um dann zu gucken, was man optimieren kann. Also ich denke, unabhängig davon, wie viele Sterne jetzt die Mission hat, dass man sich nicht schlecht fühlen muss, das nicht im ersten Versuch zu schaffen. Weil es geht ja letztendlich auch darum, die Fähigkeit so ein bisschen zu perfektionieren, sag ich mal. Und dass du das halt nicht unbedingt aus dem Stegreif mit jeder Fähigkeit kannst. Oh cool, der Damage Boost. Finde ich halt vollkommen nachvollziehbar. Ich glaube in Adventure Wii, ich weiß, ich ziehe immer viele Vergleiche damit, aber das war auch mein erstes Kirby-Spiel, deswegen verbinde ich da halt auch schon recht viel mit. Da war es ja auch so, dass man auch diese Räume hatte und ich glaube, man musste sogar auch alle Gegner mitnehmen, weil man quasi nicht Zeitdruck unbedingt hatte, sondern Punkte sammeln musste. Hm. Meine Güte. Close one. Und ich bin komplett durchgelaufen. Na, hier kannst du ein bisschen mehr durchrennen. Gut Job. Ich glaube, was ich mir vorstellen könnte übrigens, du bekommst ja hier auch diese Sternchen zum Upgraden. Man kann sicher die Dinger später nochmal upgraden und dafür brauchst du dann später sehr viel mehr Sternchen. Ach so, ja, das auch, aber das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Ohne Fähigkeit. Ich wollte sagen, ich könnte mir vorstellen, dass später, wenn du alle Fähigkeiten durch hast, nochmal diese Straßen der Schätze kommen und dann mit den abgegradeten Fähigkeiten und dann sind die schwerer. Oder das? Das könnte ich mir vorstellen. Nein. Was gucke ich mir hier gerade an?
Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass der Igel nicht noch hässlicher wird. Also, ich fand ihn gar nicht so schlimm tatsächlich, wie ihr das alle so seht. Fand das eigentlich ganz lustig. Lass mich raten, halbe Minute? Aber vielleicht bin ich auch einfach seltsam. Natürlich. Aber das ist easy. Ich glaube, es ist halt nur so gefährlich oder so hoch eingestuft mit 2 Sternen, weil du dich halt nicht wirklich wehren kannst. Ich sollte die einfach nicht abschließen, wenn ich die Zeitvorgabe nicht schaffe. Bohrer! Nein, Wurgel, hier bohrt niemand. Du hast nichts gehört. Das Lustige ist, als wir damals umgezogen sind, oder bevor wir umgezogen sind, habe ich in den Streams sogar gesagt, stellt euch drauf ein, ab sofort wird es in den Streams andauernd Baustellengeräusche geben, weil letztendlich wir wohnen auf einer Baustelle. Mhm. Unsere Nachbarn ziehen alle noch ein, wir waren ja mit die Ersten in der Reihe, die eingezogen sind. Wir müssen auch noch viel machen. Die Straße muss gemacht werden, ne? Da habe ich ja groß angekündigt. Stellt drauf ein, es wird wahrscheinlich in den nächsten Streams immer so sein, die nächsten Monate, dass ihr immer Hintergrundgeräusche habt. Und nach dem Umzug nix. Irgendwie niemand hat gebohrt. Und jetzt, so ein halbes Jahr später, jetzt kommen die Bohrgeräusche, die ich vor 6 Monaten angekündigt habe. Mhm. Die haben ein bisschen Delay. Na, der Schwertschatz. Ah, eine Minute. Woher ist denn dieses Meme damit, es gibt kein Dülledü in... Es gibt keinen Bohrer in Ba Sing Se aus Avatar. Was ist das Original-Meme? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß, der eine Typ wurde ja von der Tante da hypnotisiert. Ich weiß gar nicht, was das war. Es gibt keine Verbrechen, es gibt keine Gewalt. Es gibt irgendwie sowas gibt's halt nicht in Ba Sing Se. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Es gibt keine Feuernation, Krieg, irgendwie irgendwas war's. Ja. Avatar war schon cool. Das habe ich immer sehr gerne geguckt, früher nach. Beziehungsweise nicht nach der Schule. Es war halt immer, lief halt immer abends, aber am Abend vor der Schule habe ich es immer gerne geguckt. War es doch? Da kommt noch was. Oh, hast noch einen richtigen Boss? Das soll ich denn bitte in einer Minute schaffen? Und das ist nur 1 Sterne? Okay. Okay. Ich war 10 Sekunden zu langsam, was? Okay. Ich wüsste nicht mal, was ich da verbessern sollte. Ich meine, an sich, theoretisch müssen wir die ja noch nicht mal in der Zeit schaffen, oder? Oder ändert sich dann das Sternchen da dran? Ich glaube, es ändert sich. Ich meine, ich weiß, dass dein Ehrgeiz das jetzt sowieso machen wird, aber... Ich meine, du spielst ja echt gut, aber wenn ich jetzt schon auf die Zeit gucke... Boah, da wieder viel zu viel. Ich hätte nichts sagen dürfen. Also ich sag mal, wenn du die Aufgabe schaffst, dann bekommst du ja dieses Sternchen, was du halt nutzen kannst, um deine Fähigkeiten zu verbessern, und Geld. Plus du bekommst ja nochmal Bonusgeld, weil du es im wilden Modus machst. Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch die Bestzeit, die man knacken kann. Und wenn man die knackt, kriegt man noch mal mehr Geld. Mhm. Aber Chat sagt, dass das Sternchen, was dran steht, sich nicht ändert. Aber trotzdem will ich ja die Bonusaufgabe... Meine Güte.
bin zu blöd zum Treffen. Nicht die Bonusaufgabe schaffen. Weil die Frage, wie das halt später ist bei den Missionen, ob die dann nicht irgendwie sehr unangenehm werden. Ich glaube wieder nichts. Nee. Ich frage mich ja, ob man, wenn man die Waffen geupgradet hat... Na, wobei, es ist schon mal besser. Ja. Stimmt. Ob man 2 Sekunden noch. Ob man mit geupgradeten Waffen dann auch reingeht. Oder ob standardmäßig immer halt das Normale ist. Hatten wir schon Bomben oder... Ja. Igel? Bomben hatten wir auf jeden Fall. Hatten wir Igel? Das weiß ich gerade gar nicht. Also das sollte auch noch besser machbar sein. Ich glaube, das schaffe ich. Wenn dein Schwert nicht gerade zu kurz ist. Ich finde das cool, wenn das Schwert geupgradet wird und es dann so ein bisschen Richtung Ultraschwert gehen würde aus Adventure Wii. Ich mache viel zu oft Vergleiche an dieses Spiel. Das ist wie Jan, wenn er über Kirby redet, kommt immer irgendwann Kirbys Funpack bei rum. Nee. Geh auf den Boden, du Idiot! Die arme Knutschkugel! Der vom Rücken mehr Schaden? Ganz knapp. Anstatt einfach durchzuspielen und das Geld mitzunehmen, einfach neu starten. Ja klar, so ein Geld. Du standst kurz vorm Ziel. Geld! Das ist auch wieder schlecht. Ich sehe schon, wir werden heute nichts anderes mehr sehen. Man muss die halt schon echt perfekt machen, das ist das Problem. Deswegen hatte ich ja vorgeschlagen, die einfach nur zu machen und nicht überall die Bestzeiten zu holen. Weil wenn du dich jetzt schon in der zweiten Welt bei einer 1-Sterne-Herausforderung schwer tust, die Bestzeit zu holen, wird das dann in späteren Welten bei irgendwelchen 3-Sterne-Herausforderungen. Die Herausforderung selbst, die Sternebewertungen sind ja echt auf die allgemein zu schaffen eher bedacht, nicht die Bonus-Herausforderung zu machen. Ja, ja, deswegen sag ich ja, lass die Bonus-Herausforderung einfach stecken. Ne, so bist du nicht tot. Aber das ändert ja nichts an meiner ursprünglichen Aussage. Ich meine, du kannst die ja machen. Wir kriegen ja Geld und wir kriegen ja auch das Item dafür. Mhm. Nenne ich es jetzt einfach mal. Aber, wie gesagt, wenn du... nichts gegen deinen Skill, aber wenn du dich jetzt schon schwer tust mit den Bonus-Dingern, dann wird es in späteren Welten wahrscheinlich nicht unbedingt angenehmer. Also wir haben eine 3-Sterne-Bonus-Mission, die war ja super einfach. Deswegen würde ich halt einfach sagen, dass wir es nicht drauf anlegen, unbedingt das immer zu schaffen. Oh Gott, lauf. So, easy. Weil ich glaube, das könnte sonst ein bisschen anstrengend irgendwann werden. Ah, es geht. Also, dass man halt einfach alles holt, was man gut schaffen kann, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus. Sag doch, war easy. Mhm. Es waren nur ein paar Versuche, meine Route zu optimieren. Weil ich glaube, am Stern hat sich nichts geändert. Den hast du so oder so geholt. So, 30 Sekunden. Vorsicht, Stacheln. Ein bisschen anstrengend, dass, wenn die Fähigkeit ausläuft, er dann immer erst so einen kurzen Moment
braucht, um wieder zu Bewusstsein zu kommen, nenn ich's mal. Müsste jetzt schon im Ziel sein. Ja. Ich weiß, was mit dem Tornado gemeint war. Inwiefern? Dass ich den selbst ausschalte einfach. Ach so. Also wie gesagt, der hat halt immer so ein bisschen Auslaufzeit und das kostet dann schon noch einige Sekunden, wenn du ihn wirklich bis zum Geht nicht mehr aktivierst. No! So close. Du musst ja das Timing am Ende treffen, ne? Könnte schwer werden, weil das war schon eine ziemlich perfekte Route. Wenn du am Ende mal ganz kurz einen Moment noch mal wartest, eine Sekunde. Na, was war das denn? Ich hab einfach keinen Bock mehr gehabt. Also ich starte jetzt eine Petition, dass wir nicht mehr versuchen, die Bestzeiten überall zu holen. Ja doch. Ist ja sonst langweilig. Dafür sind die Dinger doch da, die Herausforderungen. Die sind dafür, sind ja auch so Herausforderungen, ohne dass du die Bestzeit holst. Nein. Du gibst ja trotzdem dein Bestes. Ja, aber die sind ja pups einfach, die Missionen hier. Ja, offensichtlich nicht, wenn du jede fünfmal machen musst. Ich resette die ja nur, wenn ich die... Ja, aber nichtsdestotrotz... ...die Bonusmission nicht schaffe. Ja, aber nichtsdestotrotz... No! Wow, genau davon mein Tornado aufgehört. Das ist so easy gereicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, du verstehst meinen Punkt nicht. Wir machen die ganzen Dinger ja trotzdem. Ja. Die gehören ja dazu, aber nicht die Bonuszeiten. Aber die Bonuszeiten gehören ja auch dazu, zu den 100%. Ja, aber du meintest ja, die sind easy, aber nichtsdestotrotz hast du jetzt bei den letzten beiden auch jeweils 5 Versuche gebraucht, bis du die überhaupt geschafft hast. Also können die ja doch nicht so easy sein. Nee, die Missionen selbst sind super easy. Aber die Bonuszeiten nicht. Nee. Die gehe ich eigentlich durch die Luft. Und deswegen plädiere ich drauf, die nicht zu machen dauerhaft. Ich weiß nicht, das wird mich voll ankotzen, das nicht zu machen. Dann spiel besser. Ja, das probiere ich ja gerade. Richtig gemein, so, ja, dann spiel halt einfach besser. Ich bin ja gerade am Route optimieren. Ich weiß nicht, also... Lass mich gerade fragen. Okay, ich kann einfach abkürzen. Ich fliege geradeaus durch die Luft beim Fliegen. Weil ich sag mal, es sind ja schon... eine Menge von diesen Missionen, ne? Wir sind in der zweiten Welt und haben alleine hier jetzt schon, keine Ahnung, 10 Stück oder so gefühlt. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich mir halt unbedingt bei jeder von diesen Missionen 10 Minuten lang angucken möchte, wie du die Route optimierst. Ja, ich schieß das jetzt einfach. Ja, bei der hier, bei allen anderen ja nicht unbedingt. Wenn das wirklich... Also gut gechießt. Mhm. War greedy. Wenn das jetzt wirklich, jetzt sag ich mal, 10 Dinger sind in dieser Welt und du brauchst für jede 10 Minuten, ne? Mhm. Bis du die Route optimiert hast. Das rechnet sich halt schon ziemlich. Ja. Aber jetzt habe ich es auch. Easy. Deswegen hätte ich halt gesagt, ne, du spielst die einfach so gut du kannst durch. Und wenn du nachts nicht schlafen kannst, deswegen, dann kannst du ja auch offscreen die Rekorde holen. Nee. Das würde mich irgendwie ankotzen.